Ja moin, ich habe mal wieder einen Großeinkauf getätigt und zwar diesmal bei HA Bricks. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns der Postbote gebracht hat. Auf jeden Fall ist das Ganze gut gesichert. Diesmal ist es die Bavarien D römisch 6 von HA Bricks. Hier noch einmal der Karton von der Vorderseite. Die Bavarien D römisch 6 war eine leichte Lokomotive der Bayerischen Staatsbahn. Das Einsatzgebiet waren flache Nahverkehrsstrecken mit einer maximalen zulässigen Achslast von 12 Tonnen. Die hier gezeigte Lok mit dem Namen Berg wurde 1883 gebaut und kann als letztes Original im Eisenbahnmuseum Neustadt-Weinstraße in der Nähe von Mannheim bewundert werden. Von 1880 bis 1894 wurde diese Lok gebaut. Insgesamt gab es davon 53 Stück. Die Spurweite war die Normalspur. Der Hersteller Krauss-Maffei. Die Länge über Puffer 6860 bis 6910 mm. Die Dienstmasse betrug 18,5 bis 19,6 Tonnen. Und die Lok erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer. Die Ausmusterung erfolgte 1964. Und nun die Rückseite des Kartons. Hier unten gibt es noch weitere Modelle, die bei HA Bricks bestellt werden können. Dann wollen wir das gute Stück doch einmal auspacken. Nach der Entfernung der Schutzhülle liegt dieses nette Kartönchen vor uns. Und dort sind die 369 Teile verborgen. Der Karton enthielt eine Bauanleitung, eine große Tüte, in der 7 weitere kleine Tüten drin waren, eine größere Tüte mit der Nummer 2, in der 4 weitere Tüten drin waren, diese 4 losen Tüten. Hierbei handelt es sich um Räder von BBB und diese Teile sind hochwertig gedruckt worden. Und diese Tüte wird benötigt, um die Eisenbahn mit einem Motor zu versorgen. Und hierin enthalten sich hochwertige Aufkleber. Kleine Korrektur, dieses Tütchen wird benötigt, wenn man die Lok nicht motorisieren möchte. Da der Originalmotor aber schwarz ist und wir für die Lok einen roten Motor benötigen, wurden 2 sehr hochwertige Aufkleber mitgeliefert. Und nach deren Verwendung sieht der Motor so aus. Da haben wir ihn. Was ganz toll ist, man kann den Aufkleber, wenn man ihn von dem Papier entfernt hat, erst ausrichten und dann fest andrücken und dann kann man da noch so eine Klarsichtfolie von abziehen. Und dann ist dieser hochwertige Vinylaufkleber schön ausgerichtet auf diesem Block drauf. Gute Idee. Nach 11 Seiten in der Bauanleitung und 11 Bauschritten liegen diese beiden Teile vor Ihnen. Und bis dahin habe ich schon echt begeisternde Bautechniken kennengelernt. Dann wollen wir mal weitermachen. Zwischen Bauschritt 17 und 18 in der mitgelieferten Bauanleitung gab es leider einen kleinen Fehler. Hier sollte eine 1x10er Plate verbaut werden. Aber wenn man die verbaut hätte, hätte man den Kessel nicht mehr platzieren können. Dann dieser Pinöpel hier von dem Motor, der hätte gestört. Darum hätte das Ganze nicht gepasst. Aber von HA Bricks gab es eine E-Mail mit der korrigierten Bauanleitung. Jetzt sollte man keine 1x10er Plates nehmen, sondern eine 1x6er und eine weitere 1x2er Plate in schwarz. Dann entsteht nämlich diese Lücke, wenn man sich an die weiteren Bauschritte hält. Und somit passt das Ganze dann auf den Motor, da die Lücke genau für diesen Pinöppel ist. Ich gehe mal davon aus, dass die fehlenden Teile in ein paar Tagen
mit der Post kommen. Aber nun kann ich ja zum Glück auf meinen Bestand zurückgreifen, um weiterzumachen. Für Schritt 27 gab es auch nochmal einen kleinen Hinweis in der Mail. Da mussten zwei einmal einzeln around eingesetzt werden. Hier mit diesem Bild, damit eben halt vorne die 2x2 Dish hält. An sich war da kein Problem. Mittlerweile bin ich auf Seite 29 und Bauschritt Nummer 35 angekommen. Es sind keine weiteren Fehler aufgetreten und ich stehe kurz vor dem Ende. Hier hinten an die Rücklichter sollten an sich einmal eins around in Trans Clear, aber in Trans Red finde ich das doch ein bisschen passender. Und als weiteres Highlight, es gibt auch eine kleine Inneneinrichtung. Und diese Fensterscheiben sind Drucke. Und so sieht die Bavarian D römisch 6 fertig aus. Ein paar Aufkleber haben noch gefehlt. Diese Teile waren über aufgrund der Fehler in der Bauanleitung auf den Seiten 17 und 21. Und kaum war ich mit der Lok fertig, kam auch schon die Post und brachte von H.A. Briggs aus den Niederlanden die fehlenden Teile für die Baufehler auf den schon erwähnten Seiten 17 und 21. Später werde ich die Lok dann nochmal auf die Schienen setzen und sobald ich einen Waggon für den Batterieblock habe, auch einmal fahren lassen. Sobald sie auf den Schienen steht, komme ich dann auch zum Fazit. Und ich bin begeistert. Die Aufkleber sind sehr hochwertig. Und den Batterieblock ebenfalls mit einem roten Aufkleber zu versehen, finde ich eine sehr gute Idee. Und ich habe die Aufkleber, so eine roten Kreise an den Puffern, weggelassen. Und hier nochmal die andere Seite. Nix fällt so leicht ab. Sie ist wirklich sehr stabil gebaut. Alles 100% Legosteine, außer die Räder und die Pleuelstangen. Die Technik mit der Pleuelstange ist nicht besonders clever gelöst. Entweder rutscht der Pin aus diesen beiden Stangen raus, dann hebelt sich die Eisenbahn aus den Gleisen, oder der graue Pin bleibt an den Speichen der vorderen Räder hängen und dann entgleist die Lok genauso. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es liegt an den Rädern, da diese sich immer von den Kreuzachsen schälen und dann kommt die Eisenbahn zum Entgleisen. Da ich keine anderen Räder habe, wird es wohl einen Nachbrenner geben. Die Waggons sind auf jeden Fall top. Ein letzter Versuch. Die Original Bavarian D römisch 6 mit den originalen roten Achsen, die mit dem Paket oder dem Bausatz mitgeliefert wurden. Die Räder vor dem Start. Wie ihr soeben gesehen habt, funktioniert die Fahrt in einem Ryanair 40er Kreis problemlos.
Und wie ihr eben sehen konntet, funktioniert hier auch das Fahren mit Pleuelstange ohne Probleme. Er war wohl gestern etwas zu spät. Wie ihr seht, geht das Fahren mit Pleuelstange ohne Probleme. Aber die Weichenfahrt, die Weichenüberfahrt, gerade bei einer abzweigenden Weiche, ist immer noch ein Problem. Da entgleist sie immer noch. Aber auf dem Karton steht ja auch nur, dass sie R40 kompatibel ist. Beim Zusammenbau sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die rechte Pleuelstange auch auf die rechte Eisenbahnseite kommt und so aussieht. Ich nehme die Pleuelstange nochmal an, damit ihr die Position des Pins erkennen könnt. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.